Moin moin ihr geilen Schnittchen, herzlich willkommen zu einem Pizmeat probiert. Und zwar werden wir die Final Fantasy 15 Demo Episode Dusky TM ausprobieren. Und ich freue mich richtig auf dieses Spiel, Final Fantasy 15. Ich bin echt ein bisschen gehypt und ich freue mich richtig, jetzt diese Demo spielen zu können. Wir haben von Square da eine verfrühte Version bekommen, sodass ich das dann über die US-Server downloaden konnte und dadurch dann schon das spielen kann. Diese Demo gibt's auch als Beilage für das neue Spiel Final Fantasy Type Zero. Dazu gibt's dann auch noch einen Pizmeat probiert. Das wird dann am 20.03. erscheinen. Und jetzt zocken wir hier Episode Dusky. Und ich will ja nicht groß die Zeit verplempern. Und wir wollen einfach in dieses Spiel starten. Und ich freue mich richtig darauf, euch das zeigen zu dürfen. Viel Spaß. So, Prinz Noctis und sein Gefolge sind unterwegs zur Scheibe von Kautes, Ruhestätte des göttlichen Titan. Noch nie waren sie so weit von der königlichen Hauptstadt entfernt. Völlig überwältigt vom Anblick der grenzenlosen Weiten, verlassen sie kurzerhand die befestigte Straße, um die Gegend querfeldein zu erkunden. Doch ein Luxusauto ist nun mal kein Geländewagen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Also die Ladefunktion, die ist schon mal so, dass man das in Ruhe lesen kann, alles, ne? Ich weiß gar nicht, wieso das Episode Dusky heißt, aber ich glaube nur die Demo heißt generell Episode Dusky. Oder Dusky? Man weiß es nicht. Ich kann schon so viel zu sagen, dass ich schon Type Zero gezockt habe. Und auch schon das Pizmeat probiert aufgenommen habe. Guckt es euch an. Ist echt eigentlich ganz geil, das Spiel. Und ja, wie gesagt, es wird dann am 20.03. erscheinen. Actionlastigeres Kampfsystem bei Final Fantasy 15. Bin sehr gespannt, wie das insgesamt alles so wird. Wenn das vernünftig umgesetzt wird, dann wird das ein Burner-Spiel. Ich habe da auch gar kein Problem mit, dass das halt dann doch eher kampflastiger, actionlastiger ist, als so rundenbasiert, wie man es aus den alten Teilen von Final Fantasy gewohnt ist. Weil, naja, wenn es wie gesagt gut umgesetzt ist, das ist bislang leider noch nicht so ultramäßig der Fall gewesen. Dann hoffe ich, dass das gut wird. If only somebody hadn't wrecked the car. God, unbelievable. Oh, I would hate to be that guy. Oh, come on, don't be that way. You know I didn't mean to do it. Of course not. Sabotage is far beyond you. It's futile. Rise and shine, princess. Tremors. Now you did it. Just call me Titan. Morning there, buddy. Eyes open. And he's up. Not technically up. Not technically having our automobile repaired and heading to Corthus, then? No turning back now, Your Highness. Gotta pay his enormousness a visit. Yeah. Wonder what it's like outside. Wow! Couldn't ask for better weather. Ah, good day for walking. Aren't we lucky?
Ich gehe aber stark davon aus, dass wir mittendrin in der Story sind. Man kennt sie natürlich nicht. So ein bisschen nur. We're well short of the amount due, I'm afraid. We need to think bigger. Like Behemoth big. Hunting down its horns could get us the money, if it doesn't get us killed. Wouldn't worry. We're as good as dead without the car anyway. Might already be a lost cause. Hey, if Cindy says she can fix it, that's good enough for me. And since she's gone to all the trouble of servicing it nearby, we need only concern ourselves with one thing and one thing alone. The money. Simple enough. We hawk whatever we hunt till we come up with the cash, then fetch the car. Okay, so, wenn ich das jetzt alles so richtig gelesen habe, genau, und richtig gehört habe, ich muss das nochmal gucken, ob ich diesen Untertitel mal einstellen kann, ist unser Auto kaputt gegangen, dieses Luxusauto, was man in den diversen Trailern von Final Fantasy XV erkennt, und wir müssen jetzt Geld sammeln, damit wir diese Reparatur bezahlen können. Treibe 24.000 Gil für die Reparatur auf, Blechen für Blechschäden, das ist unsere Aufgabe. Jetzt würde ich aber gerne nochmal, gibt's was hier, Optionen? Optionen! Ich kann mich noch nicht bewegen. Aufgabe erhalten, ein gigantisches Unterfangen. Sammle Informationen über den Bärmord. Um die Geschichte voranzutreiben, musst du wichtige Aufgaben erfüllen. Untersuche die Anschlagtafel, zu der die Wegmarke weist. Okay. Dürfen wir uns hier schon bewegen? Hallo? Achso, wir haben ja erstmal hier noch einen schönen... So. Das sieht doch mal nach was aus. Aber wir können hier... Gibt es keine Optionentaste. Ist ein bisschen ärgerlich. Also, es sieht ja schon mal... ultra schick aus. Das muss man ja mal sagen. Wow. Das dicke Vieh dahin. Das würde ich ja direkt gerne mal angreifen. Aber wir laufen da doch mal erstmal Richtung Wegmarke. Ich glaube, das ist einfach sicherer für uns. Aber insgesamt sieht das doch schon ganz nett aus, das Spiel. Wow. Do you guys see what I see? Yeah. Anvisieren. Wie kann ich jetzt schneller rennen? Achso. Macht's von alleine. Okay, sehr schön. So, rennen wir mal zu der Anschlagtafel. Untersuch den Spaß mal. So, Nebelauge, der gefürchtete Behemoth, wurde im Wald gesichtet. 25.000 Gil für sein Erlegen. Ist lustig, dass das Tutorial auf Deutsch ist. Weil irgendwie kein Untertitel drin ist. Gladio schlägt ein Training vor. Möchtest du die Gelegenheit zum Einprägen der Kampfgrundlagen nutzen? Ja, sicher. Das wäre schon von Vorteil für uns alle, glaube ich. So, was kann man... Was lernen wir denn jetzt? Noctis. Offensive und Defensive. Flexibilität ist im Kampf alles. Wechsle zwischen offensiven und defensiven Aktionen. Halte L1 gedrückt, um in den Defensivmodus zu wechseln und Angriffen auszuweichen. Beim Ausweichen verbrauchst du MP. Ah ja, habe ich gecheckt. Weiche mit dem Defensivmodus Gladios Angriffen weiter aus. Na komm, weich aus. Mit deinem langsamen Schwertchen. Zack. Ja, ist ja easy hier. Wups. Zack. Also eine Ballerina hier, der gute Gladios. Zack. Aber Noctis kann sich mal schön hier durch die Gegend teleportieren, das ist ganz geil. Noctis beherrscht die Beschwörung von Waffen. Seine Fähigkeiten oder seine Kräfte ermöglichen auch seinen Gefährten bei Bedarf Waffen zu ziehen. Wenn Noctis angreift, materialisiert sich die entsprechende Waffe. Halte Viereck gedrückt, um eine Angriffsreihe auszuführen. Greife Gladio an. So, jetzt gehen wir mal hier auf den Sack hier, den Typen. Ach, das ist ja cool. Wechsle je nach Situation zwischen offensiven und defensiven Handlungen, um den Kampf zu gewinnen. Übe nun das Kämpfen. So, jetzt wird ja vernünftig gekämpft. Wie kann ich ihn anvisieren? Ah ja, klar, L1. Hä? Doch L1 gedrückt, dachte ich. So. Gehen wir ihm mal ein bisschen. Hä, ich habe doch L1 gedrückt. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Okay, alles klar. Tachyonensprünge und Waffentext. Wir gehen einfach mal direkt weiter. Durch den Verbrauch von MP kannst du unterschiedliche Spezialfähigkeiten anwenden. Der Tachyonensprung. Wirf dein Schwert an einen Ort, um dich mit einem Tachyonensprung dorthin zu teleportieren. Versuch es mal an dem Mast. Jawohl.
Teleportiere dich an einen Ort, an einen hohen Ort, um die MP-Regeneration zu beschleunigen. Du kannst auch an einem Gegner heranspringen und ihn in derselben Bewegung mit einem Tachyonbrecher angreifen. Crazy. So, jetzt kann ich ihn dann angreifen. Tachyonbrecher. Bam! Nice. Tachyon-Angriffe sind besonders nützlich, um selbst weit entfernte Gegner in Sekundenschnelle zu erreichen. So, jetzt machen wir das Ding nochmal. Hui! Und wo ist er? Geben wir ihm nochmal eine Attacke. Während des Kampfes werden links unten Waffentext eingeblendet. Die Techniken variieren je nach Waffe. Ihr Einsatz verbraucht MP. Ja, einfach noch hier so einen Brecher machen. So. Ah ja, okay. Ist mal weg hier. So, jetzt macht das mal. Ach so. Ah, wir haben keine MP. Okay, ich verstehe. Ah ja. Ohne MP kannst du keine Handlung ausführen, die MP verbrauchen. Du kannst also weder ausweichen noch Waffentext verwenden. Logischerweise. Deine MP erholen sich automatisch mit der Zeit. Mach einen Tachyonsprung oder geh hinter den Felsen und Objekten in Deckung, um die Regeneration zu beschleunigen. Krass, wie viele Techniken wir haben. So. Achso, jetzt muss ich in eine einzelne Deckung gehen. Achte stets auf ausreichend MP und erhole dich, wenn nötig. Wie viele MPs haben wir denn? Ach, wir haben 100. Übe nun den Umgang mit Tachyon-Angriffen und Waffentests. Hallo. Wo ist er denn? So. Bam. Das mit der L1-Deckung, das raff ich noch nicht. So, manchmal... Wow, das war jetzt fies. Manchmal macht er das und manchmal nicht. Aber ihr könnt natürlich auch dementsprechend ausweichen. Ha. Das ist noch eine Menge Übung, die wir, glaube ich, vor uns haben. Um da vernünftig voranzukommen mit. Parieren. Ein blinkendes Signal warnt dich manchmal vor einem bevorstehenden Angriff. Blocke ihn durch den Defensivmodus, um daraufhin parieren zu können. Blocke durch den Defensivmodus L1 halten, um direkt danach durch rechtzeitiges Drücken von Viereck zu parieren. Drücke daraufhin erneut Viereck, um mit einem wirkungsvollen Gegenangriff zu kontern. Also L1 drücken und danach durch rechtzeitiges Drücken zu parieren, okay? Das hat ja schon mal wunderbar funktioniert. Na komm. Hä? Ich dachte, ich muss es genau dann drücken. Nochmal. Okay, also wir müssen es dann wirklich vernünftig timen. Okay, dann machen wir es nochmal. Na komm her. Nee, das hat nicht funktioniert. Okay, wir stehen nochmal auf. Ah, es ist ein bisschen Übungssache, denke ich. Hoffe ich. Not looking so good, Prince Charmless. Nice one. Call me that from now on. Voll geil. Okay, wie geht das jetzt? Ach so, wow. Okay. Das wurde mir irgendwie genauer angezeigt. Übe nun das Parieren und Kontern. Ja, probieren wir das nochmal. Ah, okay, gut. Ich habe natürlich zu früh gedrückt. Ich dachte, das muss man halt genau währenddessen drücken. Okay, ist natürlich ganz geil. Oh, na, ah, das war wieder dumm. Man darf halt nichts anderes drücken als L1 in dem Moment. So, dann kannst du natürlich vernünftig parieren. Okay. Das stinkt natürlich hart. Waffe anlegen. Das Schwert eignet sich zur MP-Gewinnung, während das Großschwert über einen hohen Angriffswert verfügt. Jede Waffe hat andere Merkmale. Je nach Situation eignen sich andere Waffen am besten für die unterschiedlichen Angriffsarten. Passe deine Ausrüstung daher an, wenn nötig. Deine Ausrüstung lässt sich im Waffenmenü unter Kommandos anpassen. Ordne die Waffe Zweihänder jetzt zum dem Angriff Drescher zu. Okay, so. Wo ist denn der Drescher? Drescher. War das jetzt richtig?
Man weiß es nicht. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Okay, keine Ahnung. Rundumschlag. Was hätte ich jetzt tun sollen? War das jetzt richtig? Man weiß es nicht. Na, mal komm, wir parieren dann nochmal. Okay, das funktioniert jetzt schon mal ganz gut. Mit dem Parieren. Du kannst alle Infos zur Steuerung jederzeit unter Optionen in deinem System nachlesen. Ja, machen wir das so mal dann später. Oder wir kämpfen einfach noch ein bisschen weiter. Setze dein Kampfwissen nun im freien Kampf gegen Gladio ein. Oh, oh. So, parieren. Zack. Jetzt kommen wir eigentlich hier so eine Sub-Vita-Klinge. Fallen die TP eines Charakters auf Null, wechselt er in den kritischen Zustand. Nähere dich einem Gefährten in Not und helfe ihm. Und gehe zu ihm durch Helfen. Ah ja, okay, logisch. Erstmal aufstellen. Das ging jetzt schnell, ne? So. Kampf besiegt. Easy, live. Vom Kampfsystem her... interessant. Du kannst an Lagerstellen jederzeit trainieren. Und nun viel Glück bei der Jagd auf den Bärmod. Okay, das ist jetzt quasi unser Plan, den wir vorhaben. Ich denke, das ist auch so das Ding, was man in der Demo machen muss. Nebelauge, der gefürchtete Bärmod, wurde im Wald gesichtet. 25.000 Geld für sein Erlegen. So. Well, it's not far from here. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal in den Nebelwald kommen. Ein Aktionsziel wurde erfüllt, die Wegmarke wurde aktualisiert, Lichtung vor dem Wald. Da hinten in 380 Meter müssen wir also hin. In der Zeit könnten wir ja nochmal irgendwelche anderen mal einfach platt machen. Das interessiert mich jetzt mal. Wir haben auch so viele Attacken. Kann ich ja mich einfach so hin teleportieren? Nee, ne? So, wer seid ihr denn hier? Das sind böse Gegner. Böse kleine Büffel. Die greifen wir doch mal direkt an. Und dann kommen wir direkt in den Kampf. Interessant. Zack. Easy. Okay, das geht jetzt schon mal schnell. So, wie kann ich denn parieren? Mal gucken, ob das funktioniert. Komm, mach mal eine Attacke. Oder kann man nur parieren bei Schwertern? Wahrscheinlich. Oh, da kommt der nächste dicke Mops an. So. Wow, und der auch ein kleiner noch direkt. Eieiei. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Am besten. Wir gehen mal hier kurz ans Sichern. Achso, ich muss das zurückhalten. Ah, okay. L1 drücken oder L1 weg. Helfen? Na! Okay. Läuft bei uns. Wir können quasi uns nicht aufhelfen gerade. Wie kann ich denn LPs jetzt sammeln hier? Erstmal hier verpiesen. So, jetzt müsste ich eigentlich in der Deckung sein, ne? So. Jetzt können wir sehen, wie sie kaputt gemacht werden. Na toll. Sehr schön. Hallöchen. Die Armen. Ich chill mir hier einen ab und die Armen müssen in der Zeit kämpfen. Die sind ja ein bisschen arme Schweine jetzt, oder? So, kämpfen wir mal. Wir müssen uns nochmal genau das Menü angucken. Damit das vernünftig ist. Spring mal. Und dann kommt er runter und macht ultra viel Schaden. Schön. Garula-Stick erhalten. Ah ja. Das heißt, die Viecher heißen also Garula. Prompto ist kaputt. Wo ist denn Prompto? Prompto ist jetzt wieder da. Sehr schön. Wir greifen ihn direkt mal an. Das kleine Kindchen hier. Okay. Wir müssen echt ganz schön auf diese MPs achten. Bin gespannt, was wir da noch alles lernen werden. So, der Kampf ist besiegt. Beziehungsweise der Kampf ist besiegt. Der Kampf ist geschafft, besser gesagt.
Ganze 2 Minuten für so 3 Büffel. Ja, sehr gut, Jay. Ah, hier gibt's natürlich wahrscheinlich... Das kann mir gar nicht vorstellen, dass wir hier jetzt überall langlaufen können. Ich meine, ich kann ja hier hinten irgendwo langlaufen, oder was? Obwohl wir da hinten unser Ziel haben? Das glaube ich ja fast nicht. Oder? Mal abchecken. Erstmal woanders hinlaufen. Gucken, ob wann die Demo beendet ist. Das sieht schon ganz schön crazy hier aus. Und ultra schick. Oder? So, Freunde. Vorwärts. Wir wissen, was hier... Hier ist doch irgendwie eine Straße. Das Springen sieht noch ein bisschen komisch aus, muss ich ehrlich zugeben. Aber vielleicht wird das ja noch irgendwie geändert, aber... Ups. Stürzt so schnell wieder ab. Ah, take it in. Nice place to visit, but I wouldn't want to live here. Guck mal, da haben wir direkt einen. Ah, hier können wir gar nicht so hochklettern. Oder ist das hier so eine... Wo wir gar nicht hochkommen können. Doch. Hallöchen. Wow. Was war das? Boah, dieses große Vieh würde ich ja schon gerne mal angreifen. Dann würde ich wahrscheinlich, weil wir direkt verlieren. Und zwar aufs Übelste verlieren. 90 MP haben wir. Helix. Ach ja, genau, das wollte ich nochmal nachgucken. Also wir haben Gegenstände. Heil, Phoenixfeder, Gegenmittel. Okay. Ausrüstung der Gefährten. Da können wir noch nichts machen. Waffenmenü. Rächer. Wahrscheinlich unser Standard. Schwächender Grundangriff, alles klar. Achso, der Rundumschlag wird jetzt von den Zweihänder gemacht. Und die Helix sammelt Kraft und entlädt sie in mehreren Schüben in einer Attacke nach vorne. Wenn ich jetzt da quasi den... Nee. Doch nicht. Hä? Was heißt denn Drescher Finale Konter Volley? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Was wir damit umstellen können. Fataler... Also ich meine... Oder ist das einfach die Reihenfolge, die ich halt kann? Mit Attacken. Damit ich halt ungefähr weiß, was die Reihenfolge ist. Okay, dann müsste ja das jetzt so sein. Sulfiterklinge, Rundumschlag, Sprung, Helix. Sulfiter, Rundumschlag, Sprung, Helix. Ja. Okay, kann man doch nicht, glaube ich, so viel ändern. Naja. Ist ja auch, wie gesagt, nur eine Demo. Und wir werden da sicherlich noch eine Menge dazu sehen, in, wenn das Spiel dann erscheint. Ich weiß gar nicht, wann es erscheint. Ich weiß nur, dass es 2015 erscheint. Gibt es schon ein offizielles Release-Datum zu Final Fantasy? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich hoffe natürlich. Das wäre natürlich schön. Aber ich gehe mal davon aus, dass es im 3. oder 4. Quartal erscheinen wird. Und da freue ich mich halt schon übelst drauf. Wenn wir dann zusammen hier durch die Gegend streifen und von diesen riesigen Monstern dann platt gemacht werden. Beziehungsweise wir sie platt machen. Ich hoffe natürlich, dass das eher der Fall sein wird. Es gibt auch einen Tag-Nacht-Rhythmus in dem Spiel. Die Frage ist halt wirklich, ob es jetzt hier in der Demo das gibt. Aber ich glaube, in der Nacht hast du dementsprechend dann stärkere Gegner als tagsüber. Huh. What are we looking at? This creature is known as a Sabertusk. It skewers prey with its tusks, extracting game from the safety and comfort of burrows. Säbelzahn, behendes Raubtier, das durch seine schnellen Bewegungen verwirrt. Konzentriere dich am besten auf einen Gegner im Rudel. That's a bit heartless. Die sehen ein bisschen crazy aus, die Dinger. Wo ist, gibt's denn hier kein Optionsmenü? Doch, da, sehr schön. Einstellungen. Da! Na endlich, gib mir noch die Dialoge. Alles ein. So, der Rest ist ja, passt ja. So, hat das jetzt abgespeichert, wie ich das möchte? Mal kurz gucken. Okay, sehr schön. Wunderbar. Yeah, don't think we'll be befriending any. Stay sharp. So, dann kämpfen wir mal jetzt hier gegen. Der Alarmbalken warnt vor einem Angriff. Der Kampf beginnt, wenn der Balken das Maximum erreicht hat. Manche Gegner greifen schneller an als andere. Ja, machen wir doch direkt mal hier mit dem Sprung. Das Vieh platt. Warum haben wir den jetzt da nicht... Wie schnell... He's
Du Kackding. Alter! Flo, wie schnell sind die? Krass! Heftigst! Wir müssen uns ja erstmal um den Kleinen kümmern. So. Ersten. Wow. Aber wir könnten eigentlich mit diesem Kapionenbrecher immer da rankommen. Das wäre eigentlich voll die kluge Sache. Zack. Um ihn direkt kaputt zu machen. So. Wunderschön. Das ist ganz geil. Das ist halt diese Standardattacke mit 3 Schlägen. Schön, die schnell kaputt machen kann, sonst es dann weitergeht. Ich bin gespannt, wie viel da noch zusätzlich kommt. An Steuerungsmöglichkeiten. Sieht ein bisschen aus wie in Daisy. Oh, erstmal in die Tür gehen. Hallöchen. Oh, was ist das? Ach, immer noch der Behemoth. Okay. Wahrscheinlich kommen wir da nicht rein. Oh, was ist das? Verkaufe Wertgegenstände in Läden, um mehr Geld anzuhäufen. Ein Metallteil. Jawohl. Das ist ja der Shit. Feast your eyes on that. Anybody up for a light workout? Garula, Pflanzenfresser, bevorzugt Sumpfland und verteidigt sich in der Herde. Erfolgreiches Erlegen bringt der Gruppe jedoch eine Menge Erfahrung ein. Hey, look who's talking now. Zack, natürlich greifen wir hier an. Sämtliche Übernachtungsboni sind erloschen. Schlage an einer Lagerstelle in der Nähe deine Zelt auf, um dich wieder zu verstärken. Okay, keine Ahnung. So, niedergelegt, jetzt haben wir es geschwächt, jetzt können wir eigentlich dicke Attacken machen. Ein Sprung. Putz. Hat nicht getroffen. Schlecht. So, dann machen wir den Kleinen hier nochmal platt. So, und der Dicke hier noch. Mit einer Helix, was ist das? Wow, okay, das ist einfach eine fette Attacke, die wir da raushauen. Und während es an der Seite liegt, ist es logischerweise geschwächt und wir können schnell zuschlagen. Und dem dicken Mobs hier den Chaos machen. Und schwupps. So. Garula Stick erhalten, Kampf besiegt. Der Kampf war natürlich deutlich einfacher. Ich weiß gar nicht, ab wann man Level aufsteigt und so. Highness, have a look at this. Fascinating. What? Oh, was ist das? Erstmal hinterhergehen. Irgendwie wird es ja doch dunkel schnell. Mal gucken, ob wir nicht doch gleich die Nacht haben.